zwar ist es so, es ist in der Standardliga und der Premierliga immer das Gleiche. Ne? Auf T1 haben wir das so gemacht, dass wir da das mit der Challenge Damage belegt haben. Das heißt, wie immer, der höchste Rekord bekommt 3 Punkte, der zweithöchste 2 Punkte, der dritthöchste 1 Punkt. So, und dann auf T2 haben wir diesmal das Ganze mit Bränden belegt. Da geht es dann quasi, wer hat die höchsten Brände, die Brandrekorde. Auf der T3 haben wir Torpedotreffer, auf der T4 Zitadellen, auf der T5 nochmal Damage. T6 haben wir wieder Brände, auf T7 Hauptbatterietreffer und auf der Legend-Stufe haben wir Damage. Alle, die es nicht kennen, wenn ihr auf den Discord-Server geht, da gibt es einen Reiter mit Logbuch. Da haut ihr eure Rekorde rein. Also es ist klar lesbare Screenshots von euren Gefechtsergebnissen. Die haut ihr da rein. Und wichtig ist, wir wollten das ja jetzt so machen, ne? Dass keiner sammelt irgendwie und dann am 30. alles reinknallt. Das Ergebnis muss doch maximal 24 Stunden alt sein. Das heißt, am besten, wenn ihr irgendwie einen Rekord knackt oder eine geile Runde habt, haut das sofort in das Logbuch rein. Das Ganze wird dann geprüft. Einfach nur den klar lesbaren Screenshot. Am besten ist natürlich, wenn ihr den Screenshot über die Konsole macht. Einige machen es auch dann mit dem Handy. Kann man auch machen. Es muss halt bloß der Name sichtbar sein, das Datum. Was noch, Timo? Das war es eigentlich. Ja, das war es eigentlich. Muss halt Standardgefecht muss es halt sein. Und Standardgefecht muss es sein, genau. Und ja. dann, wenn ihr das einreicht, dann steht da die Zeit da, wann es eingereicht wurde. Dann checken wir Standardname, Rekord und die Zeit. Also wie gesagt, nicht älter als 24 Stunden. Und genau, so läuft das Ganze ab. Also ich denke mal, das wird auf jeden Fall Spaß machen hier, diese Challenge. Ne? Jetzt hier das alles einzeln belegt zu haben mit Brennen und so weiter. Also ich werde auf jeden Fall, wenn ich Zeit habe, auch aktiv dabei sein. Timo, wie sieht es denn hier aus? Ja klar, ich bin auch wieder dabei.